Ja, was wir schon versuchen zu zeigen, dass der Ivanov ein manisch-depressiver Mensch ist. Und das ist das Lustige bei Tschechow, dass das eine Figur ist, die eigentlich das ganze Stück über permanent diese Diagnose sucht. Sobald die Sonne untergeht, überfällt mich die Schwermut. Frag mich nicht, woran es liegt, ich weiß es nicht. Für mich ist die Anna Petrovna immer mehr eine unglaublich lebensdurstige Frau. Jemand, der eigentlich unglaublich gerne leben möchte und lieben möchte. Das macht es ihr natürlich umso schwerer, das zu ertragen, was da mit ihrem Partner auf sie einprasselt. Der Ivanov zieht auch richtige Schlüsse, also er ist ein sehr gescheiter Mensch. Ich kann zugrunde gehen, ich kann rasen, ich kann versauern. Ich habe kein Recht, andere zugrunde zu richten. I think it's a bitter comedy. I don't think that Chekhov is mocking his characters. I just think that what he does is he is making a beautiful relativity out of a tragedy of one person with the happy moments of another. Our own personal life, they don't care. They don't matter. They matter only to us.